Die Startup Labs Bahrenfeld, das Innovationszentrum von DESI, der Universität Hamburg und der Stadt Hamburg. Ideales Umfeld für Startups und junge Unternehmen, eingebettet in das vielfältige Ökosystem des DESI Campus und der Science City Bahrenfeld. Die Startup Labs Bahrenfeld versammeln junge Unternehmen unter einem Dach, die alle aus der Wissenschaft kommen und hochkomplexe Produkte oder Services anbieten. Cycle stellt Präzisionsmesstechnik her auf Basis von Ultrakurzpulslasern. Wir stellen Kameras her für sogenannte Synchrotronstrahlungsquellen. Wir produzieren halt alle Materialien, die es braucht, um kleine, miniaturisierte künstliche Herzgewebe unter anderem aus Stammzellen herstellen zu können. Unser Produkt ist ein personalisierter Krebsdiagnostik-Assay, den wir für jeden Patienten wirklich personalisiert herstellen. Hier findet Innovation, Fortschritt konkret statt. Hier werden wissenschaftliche Erkenntnisse in Technologien und Produkte transferiert, die der Gesellschaft zugutekommen. Die Labs öffnen das Gelände des Forschungscampus zum Volkspark hin. Sie bilden also auch physisch eine Brücke in die Nachbarschaft, ob zu Unternehmen in der Umgebung, zu den exzellenten Wissenschaftlern auf dem DESI Campus oder auch zum Fußballstadion. Wir haben schon lange nach Laborräumen, ehrlich gesagt, gesucht. Und es ist nicht so ganz einfach, Räume zu finden, die die Anforderungen auch füllen, dass man da tatsächlich ein biologisches Labor aufbauen kann, weil das bedarf besondere Luft, Filter und so weiter und so fort. Und außerdem kommt dazu, dass wir auch Räume gesucht haben, die wir uns leisten können als Startup, haben wir nicht so viel Geld. Der große Vorteil, den wir hier auf dem Forschungscampus haben, dass wir eben direkten Kontakt zur Wissenschaft haben und auch halten können und alle Neuerungen sofort mitbekommen und die auch einbauen können in die Produktentwicklung. Und dadurch, dass wir so klein sind, kann man natürlich auch flexibel darauf reagieren. Die wichtigsten Faktoren ist, dass der Markt angesprungen ist, sodass wir unsere Systeme verkaufen konnten. Ja, weil wenn kein Markt ist, gibt es kein Geld, gibt es auch keine Firma. Und was wichtig war, dass wir auch Startup-Funding bekommen haben von lokalen Venture Capital Organisationen. Das war wichtig. Und dann natürlich wie immer die Leute, also die richtigen Leute zu finden. Das DESI Startup Office liegt in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Campus. Die Beraterinnen und Berater stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sie begleiten die jungen Unternehmer von der Vorgründungsphase bis über die Firmengründung hinaus, bieten Weiterbildung und Vernetzung im Hamburger Raum an. Frontend-Entwicklung ist ein Thema, was wir in Zukunft brauchen. Algorithmen ist ein Thema, was wir brauchen. Das sind einfach Kompetenzen, die haben wir nicht. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt Austausch im Bereich Mitarbeiterrekrutierung. Wie geht ihr damit um? Lieferanten, organisatorische Sachen, Warenwirtschaft, CRM, all diese operativen Themen. Wir sehen uns auch als Teil der Community und versuchen, aktiv auch zu sehen, was braucht die Community. Nicht einfach nur, was haben wir, sondern was ist der Bedarf und den auch tatsächlich zu bedienen. Das eine oder andere Startup, was hier ist, halt auch einfach Know-how ist, wo man, ich sag mal, beim Bierchen sich mal austauschen kann. Und davon werden wir profitieren. Das ist definitiv der bessere Ort als irgendwo anders in der Stadt. In den Startup Labs Bahrenfeld entwickeln sich Firmen mit Geschäftsmodellen passend zu den Themenfeldern, die auf dem Campus erforscht werden. Von Lasertechnologie über Robotik bis hin zur Entwicklung neuer Materialien. Was natürlich schön ist mit der Einbindung am DESI Campus, ist, dass wir uns eigentlich sehr zu Hause fühlen. Also es kommen ja einige auch vom DESI. Und einfach in dieser Wissenschaftswelt noch integriert zu sein auf dem Campus, gefällt uns einfach persönlich super. X-Spectrum hat darüber wirklich auch Fördermittel erhalten und von DESI-Seite sehr viel Unterstützung bekommen bei der Gründung, bei dem Ausbau der Firma. Wir freuen uns, dass wir als Startup Lab die Erkenntnisse, die hier in der Forschung am DESI gemacht wurden, in den Markt bringen. Die Startup Labs Bahrenfeld bieten Gründerinnen und Gründern im Hightech-Bereich auf rund 2700 Quadratmetern genau das, was sie brauchen. Büroräume, Speziallabore und Werkstätten jeder Art für Arbeiten mit Elektronik, Lasern, Nanomaterialien, Röntgenstrahlung, Mikrobiologie und Nasslabortechnik. Und natürlich Meetingräume und Gemeinschaftsflächen von der Teeküche bis zum Kreativraum für den Austausch untereinander. Wir wollen unsere Technologie weiterentwickeln und wir wollen auch zukünftig in die Technologie Laseranwendung implementieren. Und dadurch, dass wir einen biologischen Hintergrund haben, kennen wir uns da nicht sehr gut aus und wir können hier sehr gut von allen profitieren, die auf diesem Bereich sehr viel Ahnung haben.
In der Biologie, ja, das ist natürlich sehr viel Grundlagenforschung nach wie vor, aber es schlägt natürlich auch irgendwann durch Parallelen, die man setzen kann, auf Medizinentwicklung für den Menschen um. Hier in die Startups Lab zu einzuziehen, das war für uns eine der wichtigsten Entscheidungen, um die Firma mit similar-minded people schnell weiterentwickeln zu können. Die Startup Labs Bahrenfeld sind mehr als nur ein Gebäude mit Büros und Laboren. Hier findet Wissens- und Technologietransfer statt, von der Wissenschaft in die Wirtschaft und umgekehrt. Die Startup Labs sind der Ort in Hamburg, wo Hightech entsteht.